Unser heutiges Abenteuer beginnt am Weihnachtsabend. Notlandung beim Weihnachtsmann. Mr. Elf, sind wir denn nicht endlich bald da? Ja, Nanny. Wir befinden uns bereits am Nordpol. Wie ist es? Werden wir auch den Weihnachtsmann treffen? Nein, Holly, du weißt doch wohl noch, wir landen überhaupt nicht am Nordpol. Wir werfen die Geschenke ja nur mit dem Fallschirm ab. Und der Weihnachtsmann fängt sie denn auf? Nein, das Einsammeln der Spielzeuge übernehmen... Kobolde. Keine Kobolde, arktische Elfen. Kobolde, Elfen, was auch immer. Mein Bruder ist ein arktischer Elf. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Bruder haben. Oh ja, er ist sogar der Chef der arktischen Elfen. Ich rufe die arktischen Elfen. Hier ist der Flug 1001. Ich verstehe Sie laut und deutlich, Flug 1001. Bitte Spielzeug abwerfen. Geht in Ordnung. Spielzeug abgeworfen. So, nun können wir zurückfliegen. Es ist wirklich zu schade, dass wir den Weihnachtsmann nicht getroffen haben. Oder die arktischen Elfen. Das Gute daran ist, wir sind rechtzeitig zum Elfen- und Feenfest zurück. Oh ja, das große Elfen- und Feenfest. Um Mitternacht. Mit Tanzen. Und Lampions. Oh je, das Elfenflugzeug klingt ein bisschen seltsam. Ist es womöglich kaputt? Natürlich nicht. Das Flugzeug ist solide gebaut. Es hält ganze 1000 Flüge. Oh, das ist Flug 1001. Oh, seht nur, lauter Schrauben, Zahnräder und sowas fallen raus. Oh, oh, oh. Achtung, wir müssen landen. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Da hatten wir ja Glück. Was Glück? Wir sitzen am Nordpol fest. Aber jetzt können wir ja vielleicht sogar den Weihnachtsmann treffen. Und die arktischen Elfen. Ich hoffe, wir sehen irgendwo ein paar Pinguine. Och, ich liebe Pinguine. Pinguine leben nur am Südpol. Das hier ist der Nordpol. Und was watschelt da geradewegs auf uns zu? Pinguine! Keine Pinguine, arktische Elfen. Das ist mein Zwillingsbruder. Hallo, kleiner Bruder. Hallo. Ist wirklich der eine von Ihnen genauso alt wie der andere? Nein, ich bin der Ältere. Aber Sie sind doch Zwillinge. Ich bin älter und weiser. Um 3 Minuten. Das zählt doch nicht, lächerlich. Ich bin der weisere, ältere Elf. Wenn das Gezänk der kleinen Jungs vorbei ist, wäre vielleicht die weiseste Person in der Lage herauszufinden, wie wir wieder nach Hause kommen. Wer weiß, vielleicht kann uns ja der Weihnachtsmann hier raushelfen. Welch schlauer Gedanke. Folgt mir dann bitte alle. Wir gehen zum Haus des Weihnachtsmannes. Wir gehen zum Weihnachtsmann. Man weiß es natürlich nie, Nanny Plum. Vielleicht sehen Sie einen Pinguin. Violet, borgst du mir deinen Zauberstab? Na klar. So eine Überraschung, weiser alter Elf. Ein Pinguin am Nordpol. Oh, fein ausgedacht, Nanny Plum. Was denn? Gaston bewegt sich plötzlich nicht mehr. Interessant. Gaston ist eingefroren. Oh nein! Das heißt, dass wir ihn irgendwo wieder auftauen müssen. Ja, Insekten mögen den Winter nicht. Da wären wir. Das ist das Haus, in dem der Weihnachtsmann wohnt. Es sieht wie ein Weihnachtspudding aus. Oh, wie wundervoll. Ja, kleiner Bruder, ich habe es eigenhändig gebaut. Naja, wenn ich gesagt habe wundervoll, dann meinte ich, es ist okay. Das ist das Studierzimmer des Weihnachtsmannes. Wir können den Marienkäfer am Kaminfeuer auftauen. Sind das hier die Hausschuhe des Weihnachtsmannes? Ja, das sind sie. Wow, seine Füße sind größer als wir alle zusammen. Seht nur, Gaston ist wieder aufgetaut. Gaston ist wieder fit. Kiste 571 ist geliefert. Oh, danke schön, kleiner Bruder. Es wäre aber einfach klasse, wenn du uns nächstes Jahr das letzte Spielzeug liefern könntest, bevor es Weihnachtsabend wird. Was?
Letzten Endes muss ich alles bauen. Du packst es dann nur ein. Ah, aber das Einpacken des Spielzeugs ist der bedeutendste Teil. Du müsstest so alt und so weise sein wie ich, um das verstehen zu können. Du bist längst nicht weiser als ich. Aber sicher, um 3 Minuten. Und das wird auch immer so bleiben. Wenn schon vom Einpacken die Rede ist, sollte nicht irgendjemand langsam anfangen, das zu tun? Der Weihnachtsabend ist da. Du liebe Güte, Sie haben recht. Los, alle an die Geschenkverpackungsmaschine. Das ist das letzte Geschenk, das wir in diesem Jahr verpackt haben. Zeit für den Urlaub. Hurra! Wir haben aber noch eine Kiste mit Geschenken mitgebracht, die eingepackt werden müssen. Tut uns leid, dass wir Ihren Urlaub beenden müssen. Kein Problem. Arktische Elfen lieben es, Geschenke einzupacken. Und wir... Oh nein! ...sind arktische Elfen. Wir haben Spielzeugroboter mitgebracht, Puppen, Weltraumraketen und Autos. Nicht übel. Du hast eine ausgezeichnete Arbeit gemacht, Bruder Herz. Oh, danke schön, Bruder. Wenn die Geschenke alle verpackt sind, wer verteilt sie dann? Ho, ho, ho! Ich verteile sie natürlich. Hallo, Weihnachtsmann! Nennt mich Santa. Wie ich gehört habe, steckt ihr in Schwierigkeiten. Ja, wir können ohne Hilfe nicht nach Hause kommen. Ich habe heute jede Menge zu tun, da könnte ich euch ja unterwegs absetzen. Kommen Sie denn auch bei uns vorbei? Ich komme überall vorbei. Ja! Sieh an, der Pinguin ist aber weit weg von zu Hause. Ich nehme ihn am besten auch mit. Ho, ho, ho! Die Fahrt geht los! Hast du denn eigentlich auch ein Geschenk für unsere Freundin Lucy? Lucy? Das ist ein kleines Mädchen, das wir kennen. Natürlich bekommt sie auch ein Geschenk. Wieso haben die Leute nur immer so enge Schornsteine? Wir könnten doch die Geschenke für dich hineinbringen. Oh, gern. Nun steckt diese Pakete in Lucys Weihnachtsstrumpf. Und vergesst die Mandarine nicht. Da kommt jemand. Bleibt still stehen. Tut so, als ob ihr kleine Figuren seid. Seltsam. Da sind ja einige Teile der Dekoration vom Baum gefallen. Der kleine Elf müsste hier hin. Und die hübsche kleine Fee gehört auf die Spitze des Baumes. Das war wirklich ganz schön knapp. Lasst uns jetzt die Geschenke zu Lucy bringen. Ben! Holly! Lucy! Aber du müsstest doch jetzt schlafen. Ich bin so aufgeregt wegen des Weihnachtsfestes. Was sucht ihr denn jetzt hier? Wir bringen dir gerade all deine Weihnachtsgeschenke. Wow! Und kriegen Elfen und Feen genauso Geschenke wie wir? Nein, dafür feiern wir heute Abend das Elfen- und Feenfest. Mit toller Musik und Lampions in den Bäumen. Das klingt herrlich. Es ist wundervoll. Wir müssen gehen. Santa wartet auf eurem Dach auf uns. Santa? Bei mir oben? Cool. Fröhliche Weihnachten, Lucy. Fröhliche Weihnachten. Ah, da seid ihr ja. Da unten gab es nicht zufällig eine kleine Leckerei für den alten Santa-Kinder? Ja, ein Pfefferminzplätzchen. Sieht lecker aus. Und dieses Getränk. Das ist noch besser. Ja. Wir können mit dem Elfen- und Feenfest nicht beginnen, solange die anderen nicht zurück sind. Ja, ja. Und wo sind sie? Ho, ho, ho! Oh. Hallo allerseits, wir sind wieder da. Stell dir vor, der Weihnachtsmann hat uns in seinem Schlitten mitgenommen. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Dürfen wir dich herzlich einladen zu unserem Elfen- und Feenfest? Ich habe leider keine Zeit. Ich muss noch so viele Geschenke bringen zu allen Kindern auf der ganzen Welt. Wie viele Kinder hast du denn heute bereits beschenkt? 1. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Gut.
gut. Nun sind wir ja alle da. Das Weihnachtsfest kann beginnen. Hurra!